Willkommen im interaktiven E-Learning-Modul zur Füllstandmessung. Zur Navigation steht ein Menü auf der linken Seite des Bildschirms und Bedientasten unten am Bildschirm zur Verfügung. Dies ist der zweite Teil unserer Module zur Füllstandmessung. Sie haben gerade Teil 1 beendet und sind nun startbereit für die Fortsetzung? Sollten Sie den Teil 1 aus irgendeinem Grund verpasst haben, können Sie das jetzt noch nachholen. Im Teil 2 erhalten Sie einen Überblick über die vielen verschiedenen Füllstandmesstechnologien von Siemens. Da eine Anwendung von so vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst wird, ist eine Vielfalt von Technologien notwendig. Welches Füllstandsmessgerät am besten geeignet ist, wird unter anderem durch folgende physikalische Faktoren bestimmt: Flüssigkeit, Schüttgut oder Schlamm, Temperatur, Druck oder Vakuum, chemische Beständigkeit, die Elektrizitätszahl des Mediums, Dichte des Mediums, Rührwerke, akustische oder elektrische Störgeräusche, Vibrationen, mechanische Erschütterungen sowie die Größe und Form des Behälters oder Tanks. Dazu kommen Auflagen wie Preis, Messgenauigkeit, Aussehen, Reaktionszeit, einfache Kalibrierung oder Programmierung, Größe und Montage des Gerätes, Überwachung bzw. Steuerung kontinuierlicher Füllstände oder Grenzstände. Sind Sie jetzt völlig verwirrt? Keine Sorge. Zum Glück hat Siemens ein breites Angebot an Technologien für die Füllstandmessung. Denn keine Technologie kann allein all diese Anforderungen erfüllen. Also lassen Sie uns näher hinsehen und jede Technologie einzeln analysieren. Im Anschluss daran haben wir wieder Fragen für Sie. Viel Spaß mit den Füllstandanwendungen und Lösungsvorschlägen von Siemens. Die kapazitive Technik misst das Material, das die Sonde bedeckt. Wenn sich der Füllstand verändert, verändert sich auch die elektrische Ladung zwischen der Messsonde und dem Behälter. Diese Technologie eignet sich sowohl für die kontinuierliche Messung als auch die Grenzstanderfassung. Die kontinuierliche Füllstandmessung basiert auf der Änderung der Kapazität. Bei der Grenzstanderfassung wird ein Schaltpunkt bestimmt. Dieser basiert auf der Differenz zwischen den Dielektrizitätszahlen der beiden Materialien, zum Beispiel Luft und eine Flüssigkeit oder Öl und Wasser. Die kapazitive Messtechnik ist gut für Applikationen mit schmalen Öffnungen und komplexen Behälterformen geeignet. Auch unter aggressiven Bedingungen mit hohen Temperaturen, Druck und Chemikalien funktioniert sie gut. Die volle Länge der Sonde erlaubt außerdem, die gesamte Kapazität eines Behälters zu messen. In Applikationen zur Trennschichtmessung wird der Füllstand des Materials mit der höheren Dielektrizitätszahl gemessen. Vergessen Sie nicht, dass die kapazitive Füllstandmessung misst, wie viel Material die Sonde bedeckt. Einer der großen Vorteile kapazitiver Messgeräte, besonders von Grenzstandschaltern, ist, dass sie für den Betrieb in Flüssigkeiten, Schüttgütern oder Schlämmen eingestellt werden können. Diese Vielseitigkeit macht sie zu effektiven Austauschgeräten in einer Anlage, da ein einzelnes Produkt viele verschiedene Anwendungsbereiche hat. In kapazitiven Anwendungen muss Folgendes berücksichtigt werden: Anbackung klebriger Materialien, Verschleiß durch aggressive Schüttgüter, durch Turbulenzen verursachte mechanische Schäden oder dass eine lange Stabsonde schwierig zu transportieren, zu installieren oder zu warten sein kann. Beachten Sie auf die Dielektrizitätszahl. Der Füllstandsanzeigewert kann durch Veränderungen der dielektrischen Eigenschaften beeinträchtigt werden, wenn das Gerät nicht leitende Medien mit dK-Werten von 1,4 bis 19 misst. Bei der gravimetrischen Füllstandmessung wird ein Behälter von Wägezellen getragen, die die Gewichtskraft messen. Diese Kraft ist proportional zum Gewicht des Behälters und seines Inhaltes. Um den Füllstand präzise berechnen zu können, muss die Materialdichte bekannt sein. Die gravimetrische Füllstandmessung ist sehr genau, vorausgesetzt, die Dichte des Materials ist beständig. Wenn die Materialdichte nicht konstant bleibt, dann schwankt der Füllstand mit dem Anzeigewert des Gewichts. Der Anzeigewert wird allerdings nicht vom Materialtyp selbst, von internen Bedingungen oder von der Tankform beeinflusst. Hierbei handelt es sich um eine berührungslose Methode. Zudem kann die gesamte Behälterkapazität ausgenutzt werden. Bei gravimetrischen Applikationen muss Folgendes berücksichtigt werden: Dichteänderungen und Anzeigewerte können durch externe Kräfte beeinflusst werden. Diese können durch Materialanbackungen oder den Behälterbefestigungen ausgeübt werden oder auch dadurch, dass jemand auf den Behälter steigt. Beachten Sie auch, dass eine eventuelle Nachrüstung gut durchdacht werden muss,
da sie teuer ist und die Installation schwierig sein kann. Geführte Radargeräte senden einen Radarimpuls entlang einer Sonde. Dieser Impuls wird zum Sensor zurückgeworfen, wenn er auf die Materialoberfläche oder eine Trennschicht zwischen zwei verschiedenen Materialien trifft. Anhand der Laufzeit des Sendeimpulses bis zum Empfang des reflektierten Signals wird der Abstand gemessen und der Füllstand berechnet. Geführtes Radar wird teilweise als TDR, Time Domain Reflectometry, bezeichnet. Geführte Radargeräte arbeiten unbeeinflusst von der Dichte, Temperatur und Dielektrizitätszahl. Sie eignen sich für extreme Bedingungen, Trennschichtmessung, schnelle Ansprechzeiten und komplexe Tankformeln. Die Trennschichtmessung ist zwischen zwei Materialien mit unterschiedlichen Dielektrizitätszahlen möglich. Bei Applikationen mit geführtem Radar müssen folgende Punkte berücksichtigt werden: falsche Reflexionen von Ablagerungen, Verschleiß durch aggressive Schüttgüter, Turbulenzen, die mechanische Teile beschädigen. Die langen starren Sonden sind außerdem schwierig zu transportieren, zu installieren und zu warten. Bei der Messung von Schüttgütern in großen Messbereichen sind die Zugkräfte auf die Sonde zu berücksichtigen. Berührungslose Radargeräte senden ein Radarsignal auf die Materialoberfläche. Anhand der Laufzeit des Sendeimpulses bis zum Empfang des reflektierten Signals wird der Abstand gemessen und der Füllstand berechnet. Berührungslose Radargeräte arbeiten praktisch unbeeinflusst durch Dampf, Druck, Temperatur oder Staub. In Radarapplikationen müssen folgende Punkte betrachtet werden: die Dielektrizitätszahl des Materials bestimmt das Gerätemodell und die Antennengröße. Hohe Frequenzen und große Antennen liefern die besten Ergebnisse bei niedrigen dK-Werten, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoff. Beachten Sie außerdem die Tankform und Einbauten, da die Sicht aufs Material für Radar relativ frei sein muss. Bei Schüttgütern müssen die Schüttdichte und die Dielektrizitätszahl in Betracht gezogen werden, um eine gute Reflexion zu gewährleisten. Ein mit Luft durchsetztes Material mit niedriger Schüttdichte und niedrigem dK-Wert weist möglicherweise unzulängliche Reflexionseigenschaften auf. Die Ultraschallmesstechnik misst die Laufzeit des Sendeimpulses bis zum Empfang des reflektierten Echos. Dies erlaubt die Berechnung des Materialfüllstands. Die Ultraschallmesstechnik ist die gängigste berührungslose Füllstandtechnologie, die heutzutage eingesetzt wird. Die robusten, selbstreinigenden Ultraschallsensoren erfordern wenig Wartung, da sie Vibrationen und Materialablagerungen standhalten. Mit Ultraschallgeräten von Siemens werden auch Überflutungsbedingungen erkannt. Dazu wird der Ultraschallsensor mit einer Überflutungshülse ausgestattet. Ultraschall braucht ein Medium, um die Schallwelle vom Sensor zum Material zu übertragen. Saubere Luft ist ideal und andere homogene Gase sind kompatibel, auch wenn die Übertragung der Schallwelle bei manchen Gasen nicht effizient ist. Gase wie zum Beispiel Kohlendioxid können die Schallwelle stark dämpfen und eine Füllstandanzeige erschweren. Dampf und Staub können dieselbe Wirkung haben. Die Applikation muss daher sorgfältig geprüft werden. Bei der hydrostatischen Füllstandmessung misst ein Druckmessumformer den mit der Füllhöhe zu- oder abnehmenden Druck. Gemessen wird das Gewicht des Materials, das sich über dem Sensor befindet. Dies wird auch als hydrostatischer Druck der Flüssigkeitssäule bezeichnet. Anschließend wird diese Information in einem Füllstandmesswert umgewandelt. Welche Art Druckmessgerät eingesetzt wird, hängt von der physikalischen Anordnung der Applikation ab. Die hydrostatische Füllstandmessung ist eine ideale Lösung bei komplexen Behältern, da die interne Form oder Einbauten keinerlei Einfluss haben. Sie eignet sich auch für hohe Temperaturen und Drücke, sowie schwierige Bedingungen wie zum Beispiel Schaum, Dampf und Turbulenzen. Die hydrostatische Füllstandmessung erlaubt, den Behälter bis zum Rand zu füllen, da kein Gerät im Inneren vorhanden ist. Das Gerät kommt nicht direkt mit dem Material in Berührung, aber die Technologie ist trotzdem produktberührend. Deshalb müssen Materialablagerungen und die chemische Kompatibilität bei der Auswahl der Membrane in Betracht gezogen werden. Die Füllstandanzeigewerte werden zudem von Dichteschwankungen beeinträchtigt. Denken Sie auch an die Umweltbelastung bei einer möglichen Leckage. Elektromechanische Füllstandmessgeräte erfassen den Füllstand anhand einer mechanischen Veränderung. Der Drehflügel wird von einem Motor angetrieben.
Wenn der Füllstand ansteigt, kommt das Material mit dem Drehflügel in Berührung und stoppt dessen Drehung. Der Motor aktiviert daraufhin einen elektrischen Schalter. Schwinggabeln besitzen Schwingstäbe, die auf einer Resonanzfrequenz vibrieren. Sobald diese Schwinger mit dem Material in Kontakt kommen, wird durch die Schwingungsänderung der Schalter ausgelöst. Elektromechanische Geräte eignen sich für die meisten trockenen Schüttgüter, auch solche mit sehr niedrigen Schüttdichten. Die Dielektrizitätszahl hat keinen Einfluss auf die Messung. Installation und Inbetriebnahme sind einfach. Allerdings können die Geräte empfindlich gegen Materialansatz sein. Berücksichtigen Sie dies, wenn Sie die Technologie wählen. Der Einbauort sollte außerdem Abstand zu ungünstigen Materialflussbedingungen halten, wie zum Beispiel zu Befüllungsstellen. Wie Sie sehen, hat Siemens die passende Füllstandtechnologie für Ihre Applikation. Im Folgenden haben wir einige Fragen für Sie vorbereitet. Wenn Sie eine der vorigen Folien erneut anschauen möchten, können Sie sie im Menü links einfach anklicken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. In vielen Fällen können mehrere Technologien für dieselbe Applikation geeignet sein. Denken Sie bei den nächsten paar Fragen daran, dass mehr als eine Antwort korrekt sein kann. Glückwunsch! Sie haben gerade den zweiten Teil unserer Module zur Füllstandmessung beendet. Besuchen Sie unsere Website, um unser gesamtes Füllstandportfolio zu entdecken. www.siemens.de/Füllstandmessung. Sie können auch unseren Leitfaden Füllstandmesstechnik herunterladen, um mehr zu erfahren. Bei Siemens haben wir die passende Technologie für Ihre Applikation. Weitere E-Learning-Module finden Sie unter siemens.com/pi-e-learning. Klicken Sie auf Interaktive Module. Sollte eines unserer E-Learning-Module Ihre Neugier wecken und Sie wollen mehr erfahren, so laden wir Sie ein, eines unserer hier aufgeführten Trainingszentren zu besuchen. Unsere vertiefenden Lehrgänge umfassen praktisches Training von Anwendungsspezialisten. Sie haben Gelegenheit, PI-Geräte zu handhaben und im Einzelnen mehr über sie zu erfahren. Angaben zu einführenden und fortgeschrittenen Kursen finden Sie unter siemens.com/pi-training. Melden Sie sich jetzt an. Noch wissensdurstig? Werfen Sie einen Blick auf folgende Siemens-Bücher. Sie stehen auf Click for Business oder über Ihre örtliche Siemens-Niederlassung zur Verfügung. Dieses E-Learning-Modul ist nicht nur auf Ihrem Computer sichtbar, sondern auch auf Ihren Mobilgeräten. Alle gängigen Mobilgeräte werden unterstützt, darunter Apple, Android, BlackBerry und mehr. Brainshark bietet sogar eine App für Apple-Anwender und eine App für Android-Anwender für eine interaktivere Gestaltung. Also, werden Sie mobil! Die Füllstandmesstechnik stellt einen der gängigsten Arbeitsabläufe in der industriellen Messtechnik dar. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei, mehr über die Füllstandtechnologien und ihre Anwendungsbereiche zu erfahren. Danke fürs Zusehen!